Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur Premiere der neuen Veranstaltungsreihe unserer Desiderius Erasmus Stiftung unter dem Leitwort Themen der Zeit. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Dr. Weidel wollte heute Abend kommen, sie liegt leider mit Grippe im Bett und grüßt Sie sehr herzlich. Aber ich freue mich natürlich, dass viele hochrangige AfD-Mitglieder hier sind mit Mandat oder auch mit Ämterfunktionen. Das freut mich aber, dass darüber hinaus auch sehr viele andere da sind, die einfach Interesse an dem Thema haben. Vor allen Dingen begrüße ich aber Sie, unseren Referenten des heutigen Abends, ganz herzlich Sie, lieber Herr Fuhl. Und ich weiß, dass auch der Herr Abramowitsch und der Herr Krauskopf heute anwesend sein werden von dem Vorstand der Juden in der AfD hier, um heute Abend dabei zu sein. Neben unseren zahlreichen Seminaren, auch übrigens freue ich mich, dass ein Vorstandsmitglied unserer Stiftung, Frau Dr. Ochmann, heute auch hier ist. Sie wohnt ja in Berlin, freue mich sehr. Neben unseren zahlreichen Seminaren, die wir auf Land ab über Kommunalpolitik, über gesellschaftspolitische Fragen aller Art informieren und weiterbilden, soll diese Reihe immer wieder grundsätzliche Themen aufgreifen und auch Gedankenanstöße geben. Die Desiderius Erasmus Stiftung wird in dieser Reihe sowohl aktuelle als auch zeitlose Themen, die nach wie vor Bedeutung haben, aufgreifen. Und 4 Veranstaltungen werden wir in diesem Jahr hier in dieser Bibliothek des Konservatismus durchführen. Und ganz herzlichen Dank an die Hausherren, dass wir hier Gast sein dürfen. An diesem ersten Abend widmet sich unsere Stiftung dem virulenten Thema Antisemitismus. Und zwar Antisemitismus nicht irgendwo, sondern hier in Deutschland. Antisemitismus nicht irgendwann, vor Jahrhunderten, sondern heute, hier in diesem Lande. Und seit vielen Jahrzehnten, das muss ich hier hinzufügen, begleite ich die jüdischen Anliegen in Deutschland mit Empathie. Ob als Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft oder früher als Schirmherrin der WIZO in Frankfurt. Und als Stadtverordnete in Frankfurt habe ich erlebt, dass der damalige Oberbürgermeister Walter Wallmann und dessen Büroleiter Dr. Alexander Gauland dafür gesorgt haben, dass überlebende Frankfurter Juden Jahr für Jahr in ihre Heimatstadt Frankfurt eingeladen worden sind. Und dabei gab es natürlich sehr viele berührende Momente, die mir bis heute unvergesslich sind. Und daran können Sie sehen, dass Dr. Gauland als Vorsitzender der AfD, der man vorwirft, antisemitisch zu sein, schon sehr früh das Gegenteil natürlich bewiesen hat. Und für mich muss ich sagen, niemals, aber wirklich niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es heute wieder Bereiche in Deutschland gibt, in denen Juden beschimpft, beleidigt und auf offener Straße hier in Berlin sogar mit einem Gürtel zusammengeschlagen wurden, am helllichten Tage körperlich angegriffen werden. Und niemals habe ich mir vorstellen können, dass jüdische Kinder in unseren Schulen drangsaliert, gedemütigt und misshandelt wären und Lehrer davor zu häufig ganz einfach die Augen verschließen und wegschauen. Ja, Antisemitismus gab es auch nach 1945, auch in Deutschland. Zumeist aber verschämt und aus der Anonymität heraus. Heute können wir erkennen, wird aggressive Judenfeindlichkeit ganz offen ausgelebt und Berichte darüber beschweigen, Ursachen und Täter viel zu häufig. Es wird wohl beklagt, dass der Antisemitismus zugenommen habe, aber Ross und Reiter zu benennen, das verweigert man zumeist. Und damit soll ja eines suggeriert werden, dass wir Deutschen antisemitischer geworden seien. Dabei ist für jeden, der es sehen will, eines überdeutlich. Mit der Massenzuwanderung aus muslimischen Ländern hat sich nicht nur die allgemeine Sicherheitslage, insbesondere auch für Frauen, verschärft, sondern es hat sich ein hassvoller, zerstörerischer Antisemitismus in Deutschland damit auch angesiedelt. Und erkennbar ist zudem, dass in einem ganz erschreckenden Ausmaße bereits hier aufgewachsene Muslime offenkundig
durch ihr Elternhaus, durch Moscheen antisemitisch beeinflusst sind. Eine ZDF-Journalistin hat in einem vertraulichen Kreis in einer Klausurtagung, als ich noch menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion war, berichtet, dass sie in Schulen waren und dann dort Fragen gestellt hat an 14-, 15-, 16-Jährige. Und damals war ja gerade dieses Massaker an Charlie Hebdo und an einer jüdischen Einrichtung. Und da waren 80% der hier geborenen muslimischen Migrantenkinder, fanden das alles völlig in Ordnung. Alles völlig in Ordnung. Die Freunde einer muslimisch dominierten Massenzuwanderung, der grenzenlosen Multikulti-Euphorie, wollen das aber weder sehen und sie hören es, wollen es auch nicht hören. Sie verdrängen das ganz einfach. Und was mich erschreckt und was ich überhaupt nicht begreifen kann, auch Teile des Judentums, die sich lieber gegen die Juden in der AfD wenden und gegen unsere Stiftung wenden, verdrängen diesen Teil offenkundig. Und da ist mir ein Gespräch in ganz lebhafter Erinnerung, zwar mit Meron Mendel. Dieses Gespräch habe ich vor einigen Wochen mit dem Leiter der Anne Frank Bildungseinrichtung in Frankfurt geführt. Das ist mir in plastischer Erinnerung. Jüdisches Leben gibt es im Bereich Deutschlands seit mehr als 1700 Jahren. Es gab Blütezeiten, aber auch immer wieder Verfolgungen. Und Juden sind durch die Jahrhunderte elementarer Teil unserer Geistes- und Kulturgeschichte. Ich möchte nicht auf Felix Mendelssohn Bartholdy oder auf Heinrich Heine oder Albert Einstein verzichten. Und vor Beginn des Ersten Weltkriegs riefen jüdische Verbände ihre Mitglieder geschlossen zum Kriegsdienst auf. 100.000 Juden kämpften für Deutschland. Viele Tausende sind damals im Ersten Weltkrieg gefallen. Und fassen konnten es deshalb die wenigsten, was sich ab 1933 an Ungeheuerlichem hier in Deutschland tat. Und Karl Zuckmayer, Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg, hat in der Emigration überlebt. Und trotz des Grauens, das er in den Vereinigten Staaten über Deutschland hörte, bekannte er in einer Rede 1944 in New York, ich zitiere, Deutschland ist schuldig geworden vor der Welt, bei aller Unversöhnlichkeit gegen seine Peiniger und Henker werden wir Wort und Stimme immer für das deutsche Volk erheben. Diese Empathie für Deutschland, für das deutsche Volk, die ein Verfolgter mit jüdischen Wurzeln in der Emigration trotz Kenntnis des Unsäglichen aussprach, würde heute nahezu den Verfassungsschutz auf den Plan rufen, wenn er die Vokabel Volk ins Mund nimmt. Stattdessen gefallen sich weite Teile der Gesellschaft, insbesondere der Grünen und Linken, darin, herabsetzend und zerstörerisch über unser Land zu sprechen. Und man findet in diesen Kreisen nichts dabei, dass Claudia Roth, zurzeit Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, sich mit dem Slogan Deutschland, du mieses Stück Scheiße, öffentlich solidarisiert. Ich halte es lieber mit Karl Zuckmayer, muss ich sagen. Es ist unserer Desiderius Erasmus Stiftung wichtig, dass nicht wir als Stiftung über Juden und jüdisches Leben heute reden, über ihre Ängste und auch über ihre Sorgen, sondern dass unsere Mitbürger jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft selbst aus ihrer Erfahrung heraus die Lage und ihre Sicht der Situation in Deutschland heute darstellen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, lieber Wolfgang Fuhl, dass Sie bereit waren, heute zu diesem Thema zu sprechen. Wolfgang Fuhl hat sich in seiner Jugend ehrenamtlich im Jugendrotkreuz und der Jugendzentrumsbewegung engagiert. Und er war zudem Mitglied der Jusos. Der Jusos. Ich habe früher auch mal SPD gewählt, aber Mitglied der Jusos war ich nicht. 2005 wurde er in den Vorstand der israelischen Gemeinde in Lörrach gewählt und 2007 zum Vorsitzenden des Oberrates der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden. Und zudem gehörten Sie, lieber Herr Fuhl, auch dem Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland an. Und bereits 2013, sehr früh, wurde Wolfgang Fuhl Mitglied der AfD.
Und 2018 gehörte er zu den Initiatoren der Juden in der AfD und ist seither deren stellvertretender Vorsitzender. Und zudem gehört er natürlich unserem Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung an. Lieber Herr Fuhl, Sie haben das Wort. Und Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbilde. Im Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Sehr geehrte Frau Steinbach, sehr geehrte Damen und Herren. Mit einem Bibelzitat habe ich begonnen. Erstes Buch Moses, Kapitel 1, Vers 27. Warum? Zum einen liebe ich die Bibel, den Tanach, wie wir Juden die hebräische Bibel nennen. Und zum anderen ist es eine zentrale Bibelstelle. Denn Gott schuf nicht den Juden, den Christen, den Muslimen. Er schuf übrigens auch kein drittes Geschlecht divers. Keine 62 Facebook-Geschlechter, sondern er schuf nach seinem Ebenbilde den männlichen und den weiblichen Menschen. Und an diese Bibelstelle sollten wir uns alle immer erinnern, wenn wir etwas äußern, sei es im privaten Bereich oder sei es im öffentlichen Raum. Das gilt auch für mich heute. Beim Thema Juden in Deutschland heute gibt es eine Zukunft. Meine Damen und Herren, kein Mensch wird als Antisemit geboren. Antisemitismus ist in erster Linie eine Folge antisemitischer Erziehung. Wir können grob unterscheiden heute zwischen vier Formen des Antisemitismus. Wir haben den kirchlichen Antisemitismus, Jesusmörder, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Er spielt im Wesentlichen heute keine Rolle mehr. Wir haben den rassistischen Antisemitismus unter Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch er spielt heute im Wesentlichen keine Rolle mehr, aber er ist noch stärker verbreitet, wie der kaum noch wahrnehmbare kirchliche Antisemitismus. Wir haben dann stark steigend den modernen oder den modernisierten Antisemitismus mit Verschwörungstheorien, mit Antizionismus und der BDS-Bewegung. BDS steht dabei für Boykott, Deinvestition und Sanktionen gegen Israel. Also das moderne Linke kauft nicht bei Juden. Nach der unsäglichen Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland mit der Shoah, der gezielten Vernichtung der Juden im nationalsozialistisch beherrschten Bereich, war ein weiteres jüdisches Leben in Deutschland kaum vorstellbar. Und doch gründeten sich direkt nach Kriegsende und direkt mit Kriegsende wieder jüdischen Gemeinden von Juden, die in Deutschland überlebt haben, dank der ehelichen Treue ihrer christlichen Lebenspartner. Rund 5% der zwischen 1933 und 1938 ausgewanderten Juden kehrten zudem in ihre Heimat oder von dem, was noch übrig war, zurück. Die Zahl der Juden im Nachkriegsdeutschland war und blieb gering. 1990 etwas über 20.000. Die jüdischen Gemeinden waren überaltert und es war absehbar, dass mit Ausnahme der Großstädte München, Berlin, Frankfurt die jüdischen Gemeinden in Deutschland rein zahlenmäßig nicht überleben würden. Zum Vergleich, der Anteil der Juden in Deutschland hatte Ende der 20er Jahre mit knapp 600.000 den Höchststand. Und er ging schon bis 1933 leicht zurück durch Auswanderung nach Palästina. Nach dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa beschloss die Innenministerkonferenz der Länder 1991, jüdische Kontingentflüchtlinge aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion aufzunehmen, jüdisch im Sinne der Großvaterregelung. Rund 200.000 Menschen kamen über dieses Ticket seitdem nach Deutschland. Nicht alles waren Juden. Und viele zogen nach kurzer Zeit weiter, die meisten in Richtung Israel und USA. Heute sind in den Gemeinden des Zentralrats der Juden in Deutschland rund 95.000 Juden Mitglied. Die Tendenz ist abnehmend, knapp 1.000 pro Jahr. Die Gesamtzahl der Juden in Deutschland wird auf zwischen 130.000 und 200.000 geschätzt.
Ich sehe 150.000 für sehr realistisch an. Das deutsche Judentum steht somit seit 1991 in einer Transformationsphase. Es entwickelt und entwickelte sich langsam ein neues Judentum in Deutschland, was nicht mehr vergleichbar ist mit dem deutschen Judentum der Vorkriegszeit. Über 90% der Mitglieder stammen aus den Staaten der ehemaligen GUS. Es ist und wird nicht besser oder schlechter sein, aber es ist und es wird ein anderes Judentum sein in Zukunft. Es gibt nicht den Juden in Deutschland. Juden unterscheiden sich in ihren gesellschaftlichen und politischen Ansichten kaum von der des deutschen Bürgers. Es gibt linke und rechte Juden, Atheisten und Gläubige, Globalisierer und Patrioten, Trump-Gegner und Merkel-Gegner, Liberale und Orthodoxe. Und nach meiner Meinung, nach meiner persönlichen Meinung, gibt es sogar einige wenige Juden, die ich persönlich für antisemitisch halte. Genau wie es Deutsche gibt, die antideutsch sind. Stellt man die Frage, ob es für Juden eine Zukunft in Deutschland gibt, dann muss man erst mal analysieren, wo es für Juden keine Zukunft mehr gibt, beziehungsweise gab. Unter welchen Bedingungen, unter welchen gesellschaftlichen Verhältnissen, unter welchen Herrschaftsformen ging jüdisches Leben verloren oder war es möglich? Wurden Juden umgebracht oder zur Auswanderung gezwungen, die Religionsausübung verboten oder behindert? Wo und wann war es gut und wo und wann war es schlecht bis katastrophal? Und für diese Frage müssen wir nicht 3000 Jahre zurückgehen oder 2000 Jahre. Wir müssen auch nicht ins Mittelalter zurückgehen. Wir sollten uns dabei auf die Zeit nach der Aufklärung konzentrieren. Zwar wirken viele mittelalterliche Vorstellungen lange nach, doch mit der Aufklärung hatte doch eigentlich das Zeitalter der Vernunft begonnen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war das Motto der Aufklärung. Ich habe heute das Gefühl, die Politik der Altparteien und die Propagandasender des Merkel-Systems wollen zu einer Zeit vor der Aufklärung zurück. Henrik M. Broder schrieb in seinem Buch, das ist ja irre. 3/4 dessen, was Tagesschau und heute senden, sind Regierungspropaganda. Der Rest ist Schrott. Also gut, vertrauen wir nicht den Systemmedien, der Regierungspropaganda, sondern versuchen uns mit Vernunft und durchaus selbstkritisch der Antwort zur Frage, ob Juden eine Zukunft in Deutschland haben, zu nähern. Nach der Gleichstellung der Juden in Deutschland, nach der Zeit der Aufklärung, begonnen im liberalen Großherzogtum Baden mit dem Judenedikt von 1809 und der vollständigen Gleichstellung 1862 über den Norddeutschen Bund, wo dies 1869 geschah, unterzeichnet übrigens von Otto von Bismarck, der später erster deutscher Reichskanzler wurde, wurde 1867 die Gleichstellung in Österreich und Ungarn verwirklicht und 1871 Staatsgesetz im gesamten Kaiserreich. Und wie schön kurz Gesetzestexte früher lauten konnten, im Gegensatz zu heute, der Gesetzestext im Kaiserreich lautete ganz schlicht und einfach: Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen Bekenntnis unabhängig sein. Nach der Aufklärung kam in den europäischen Monarchien die Gleichstellung. Jüdisches Leben war seitdem uneingeschränkt möglich mit allen bürgerlichen Rechten, auch in den nachfolgenden Demokratien. In den späteren Diktaturen des Kommunismus und des Nationalsozialismus war die freie jüdische Religionsausübung nicht möglich, sondern endete, wie bekannt, bis hin zur gezielten Ermordung von Juden. Und soweit wäre es für Europa geklärt, sowohl in Monarchien als auch in Demokratien ist freies jüdisches Leben möglich, in Diktaturen nicht. Dies gilt im Wesentlichen auch für die Teile der Welt, die außerhalb Europas liegen, aber europäisch geprägt sind, Kanada, USA, Neuseeland, Australien oder kurz gesagt die westliche Welt und nach der Befreiung vom Kommunismus das heutige Osteuropa. Damit ist nicht gesagt, dass es überall dort keinen Antisemitismus gibt. Es gibt sehr wohl verschiedene Formen des Antisemitismus, auch in diesen genannten Teilen der Welt, jedoch kein, und ich benutze hier einen Begriff des deutsch-israelischen und man könnte auch sagen deutsch-jüdischen Historikers
Michael Wolfsohn, es gibt keinen liquidatorischen Antisemitismus mehr, der aus der indigenen oder der autochthonen Bevölkerung herrührt. Blicken wir noch in den Nahen Osten. Da gibt es einen Staat Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Natürlich ist in Israel jüdisches Leben am besten möglich. Es gibt nur sehr geringen Antisemitismus in einem geringen Teil der arabischen Bevölkerung, beeinflusst von islamistischen Organisationen. Die reale Gefahr in Israel sind terroristische Attacken durch Islamisten innerhalb und außerhalb Israels mit allen denkbaren Waffen. Aber Juden, Christen, Muslime, Drusen, Baha'i und alles, was es sonst noch gibt in Israel, können alle frei und mit gleichen Rechten in Israel leben und arbeiten. Schauen wir nun in weitere Teile der Welt, den sogenannten bereichernden Teil der Welt, von dem uns die Systemmedien und der Propagandarundfunk immer so viel berichten und uns erzählen, wie viel wir lernen können, Aussage Merkel. Und dass dort Toleranz und Gleichstellung ganz groß geschrieben wird. Ja, es geht natürlich um den Nahen Osten, um den Orient. Da haben wir die islamische Welt mit der Besonderheit Türkei, auf die ich speziell eingehen werde. Im islamischen Teil der Welt war jüdisches Leben nur mit starken Einschränkungen möglich. Und mit der Hervorhebung des Islam als einzig wahre Religion ist Leben und Arbeiten als Jude praktisch gar nicht mehr möglich. Liebevoll spricht man dann vom Islamismus. Juden und auch Christen sind Angehörige der Buchreligionen und sind damit nur Menschen zweiter Klasse. Sie müssen Schutzsteuern zahlen, sie sind weder gleichberechtigt, noch werden sie gleich behandelt. Die links-grünen historischen Verklärungen der islamisch beherrschten Zeit der Iberischen Halbinsel von ca. 800 bis 1500 sind feinste Islamierungspropaganda. Nun werden einige von ihnen gezuckt haben. Trenne ich zwischen Islam und Islamismus. Wie ich gerade ausgeführt habe, ist die Unterdrückung von Christen und Juden im Islam Teil der islamischen Lehre. Die islamischen Staaten lehnen ja auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ab. Diese lässt sich nicht mit den Schriften des Islams in Einklang bringen. Gleiche Rechte für alle? Ein No-Go im Islam. 57 islamische Staaten stellten der UN-Erklärung, die Kairoer Erklärung, mit der Menschenrechte im Islam gegenüber, die natürlich im Widerspruch zu unserer aufgeklärten Weltsicht steht. Ich möchte hier kein Clash der Zivilisation herbeireden, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen nur die Unterschiede aufzeigen. Ich bin nicht der Auffassung, wir sollten eine Kultur über eine andere stellen. Für die meisten Muslime ist ihre Kultur besser und für uns Deutsche und Europäer ist unsere besser. Und dabei ist besser für mich keine vergleichende Platzierungswertung. Wir sollten besser davon sprechen, es ist einfach anders. Und der heutige Stand wurde Jahrhunderte von den Menschen in Europa und Deutschland erarbeitet, erkämpft und errungen. Also wie Sie sehen, kann ich das auch ganz gut politisch korrekt, damit höre ich aber gleich wieder auf. Wer gerne Homosexuelle an Baukränen hängen sehen will, der ist in unserem Kulturkreis einfach schlechter aufgehoben. Ein Umzug in ein islamisches Land wäre dringend geboten. Dort darf er sich beim Betrachten der im Wind baumelnden Homosexuellen wohlfühlen. Für mich persönlich wäre dies schlechter. Ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen. Und daher ist es für mich besser, in unserem Kulturkreis zu leben. Und, meine Damen und Herren, diesen auch zu verteidigen. Und für alle Friedensapostel dieser Welt, ich bin auch bereit, meine Heimat, meine Kultur, mein Deutschland, mein Europa notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen und unsere Grenzen zu schützen. So wie auch Muslime ihre Länder mit ihrer Art zu leben gegen ihnen kulturfremde Menschen verteidigen. Und die sind da überhaupt nicht zimperlich. Ich bin der Auffassung, jedes Land sollte seine Kultur behalten und diese Kultur darf und muss die Leitkultur sein. Wer in Deutschland leben will, hat sich in unserer Kultur einzuordnen. Und wer das nicht will, der soll sich ein anderes Land aussuchen, dessen Kultur zu ihm passt. Und jeder, der in Deutschland nach der Scharia ruft, ich habe erst gestern wieder von einer Buchveröffentlichung gelesen, wo uns ein Islamexperte die Scharia schmackhaft machen möchte, ist für mich ein Verfassungsfeind
und gehört vom Verfassungsschutz beobachtet und bei Nichtdeutschen sofort als Verfassungsfeind aus dem Land gewiesen. Zurück zu Ihren Zuckungen, zu meiner Unterscheidung Islam und Islamismus. Und da muss man dann etwas ausholen. Als Theodor Herzl den ersten Zionistenkongress plante, sollte dieser in München stattfinden. Man höre und staune, der Allgemeine Deutsche Rabbinerverband und der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde München lehnten dies strikt ab. Da fallen einem doch glatt Parallelen in die jüngste Vergangenheit ein. Herzl wich nach Basel aus, der Kongress fand 1897 statt. Die zionistische Bewegung war geboren. Wie an der Ablehnung des Rabbinerverbandes und des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde München zu erkennen ist, war und ist auch die zionistische Bewegung unter Juden umstritten. Es war und ist aber ein völlig legaler Vorgang. Hier greift zunächst einmal die Koalitionsfreiheit, die auch bei der Gründung des Vereins Juden in der AfD galt, was ja auch gerade aus München strikt abgelehnt wurde, und für Herzls Bewegung auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und was die israelitische Kultusgemeinde, meine Damen und Herren, was die israelitische Kultusgemeinde München und der Rabbinerverband strikt ablehnten, führte 1948 zur Gründung Israels und 2018 zur Gründung der JAFD. Überspitzt, der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde München konnte weder 1897 noch 2018 die Wahrnehmung von Grundrechten durch Juden, die ihren eigenen Verstand benutzen, wie es seit der Aufklärung unter uns allen eigentlich auch sein sollte, verhindern. Gott sei Dank und Baruch Hashem. Wir Juden verstehen uns also auch als Volk. Jetzt wird es natürlich schwierig. Deutsches Volk, jüdisches Volk. Deutsche Juden verstehen sich als Volk und verstehen sich als zugehörig zum deutschen Volk. Mir ist bewusst, dass alleine schon diese Definition rechten deutschen Antisemiten nervöse Reflexe bereiten wird. Aber betrachten wir das ganz nüchtern. Die Türken in Deutschland werden von Erdogan sogar dazu aufgefordert, immer Türken und damit Moslems zu bleiben. Wir haben Minderheiten in Deutschland, wir haben die Dänen in Schleswig-Holstein, wir haben die Lausitzer Sorben, wir haben die Friesen und wir haben die Sinti und Roma. Es dürfte sich nicht um ein Alleinstellungsmerkmal von Juden handeln. Und eben dieses Recht der Selbstbestimmung der Völker gilt eben auch für Juden. Und wenn Sie nach Europa schauen, sehen Sie dieses Recht an vielen Stellen in Europa auftauchen. Ich gebe als Beispiel Flamen, Katalonien, aber es gibt viel, viel mehr Brennpunkte in Europa. Es führt zu großen Diskussionen unter Staats- und Völkerrechten. Sich zu zwei Ethnien zugehörig zu fühlen, ist konfliktfrei möglich, sofern es keinen territorialen Konflikt gibt daraus oder sich ein Sonderstatus für eine Gruppe daraus ergibt. Und, sagen wir es salopp, der gleichen Leitkultur entspringt oder anhängt. Und daher ist die Situation bei Flamen und Katalonen, um bei diesen Beispielen zu bleiben, konfliktträchtig. Hier geht es um territoriale Ansprüche. Kein Jude stellt territoriale Ansprüche an seine Heimatländer. Also, Fehlalarm, Blutdruck runterfahren, das ist kein Aufreger. Das angesprochene Recht auf Koalitionsfreiheit, meine Damen und Herren, billige ich aber auch den Menschen zu, die sich heute palästinensisches Volk nennen und sich immer noch als Flüchtlinge bezeichnen. Und auch der Staat Israel akzeptierte dies und schloss in den 90er Jahren die Osloer Verträge. Sie bilden die Grundlage des aktuellen Zusammenlebens von Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde. Was hat dies nun mit dem Islamismus zu tun? Machen wir weiter an der Geschichte jetzt im Turbomodus. 1897 die Herzls Zionistenbewegung, 1917 die Balfour-Deklaration jüdischer Heimstätte in Palästina, 1918 Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, 1920 das Völkerbundmandat für Palästina, für die Briten, und 1923 die Gründung der laizistischen Republik Türkei. Bis dahin gab es meiner Ansicht nach keinen Islamismus, wie wir ihn heute bezeichnen. Natürlich gab es die islamischen Eroberungsfeldzüge mit Massakern, aber das war der ganz normale Islam, der keine Trennung zwischen Staat und Religion hat, der eine Ideologie der weltweiten Expansion vorsieht
und nur trennt zwischen dem Haus des Friedens, dort wo der Islam bereits herrscht, und dem Haus des Krieges, was noch erobert werden muss. Also ganz normale Eroberungsfeldzüge mit Unterjochung und Massakern an den Verlierern, mit Zwangskonvertierungen, alles halb so schlimm, ganz normale Kriege für diese unaufgeklärte Zeit. Es hat und hatte ja jedes angegriffene Land oder Gebiet die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und wer gescheit regiert wird, hat mindestens eine funktionierende Verteidigungsarmee und eine abgesicherte Grenze durch einen Einsatzbefehl an den Grenzschutz. Ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist Deutschland unter Merkel. Diese Merkel-Politik ist natürlich dann sinnvoll, sofern das Ziel die Abschaffung Deutschlands ist. Wer sich nicht abschaffen will, verhält sich dazu konträr. Das Musterbeispiel dürfte Israel sein. Denn Israel weiß, verliert Israel einen Krieg, gibt es kein Israel mehr. Und lässt Israel eine muslimische Masseneinwanderung zu, gibt es auch bald kein Israel mehr. Und vielleicht wird Israel deshalb von den Linken so gehasst. Und zurück in die Mitte der 20er Jahre. Ich gebe zu, das muss ich einfach zuerkennen, für gläubige Muslime im ehemaligen Osmanischen Reich war die Gründung der modernen Türkei unter Atatürk keine erfreuliche Entwicklung. Und in dieser Gemengelage gründete sich 1928 in Ägypten die Moslembruderschaften. Und das ist für mich die Geburtsstunde des Islamismus und damit des radikalen Islams, der den Koran Wort für Wort umsetzen will. Und seit dieser Zeit breitete sich dieser radikale Islam aus. Angriffe auf Juden in islamischen Staaten nahmen zu, auch Angriffe auf Briten als Besatzer nahmen zu. Eine langsam beginnende Abwanderung von Juden aus den arabischen Staaten war die Folge. Mit dem UN-Teilungsplan von 1947, der von den islamischen Staaten abgelehnt wurde, und der Gründung des Staates Israels am 14. Mai 1948 explodierte dann die Situation. 5 arabische Armeen überfielen den neu gegründeten Staat. Juden in allen arabischen Staaten wurden vertrieben bzw. flüchteten. Die jüdischen Populationen sanken in allen diesen Staaten auf nahezu null. Und die Ausnahmen waren die laizistische Türkei, das Israel übrigens als erstes muslimisches Land anerkannt hatte, noch vor Israels UN-Aufnahme 1949, und das vom Schah Reza Pahlavis regierte Iran, das Israels Unabhängigkeit von Beginn an unterstützte. Erst durch die von Sozialisten und Kommunisten unterstützte islamische Revolution im Iran, durch den von Europa mit Asyl durchgepäppelten Ayatollah Khomeini, wurde es auch im Iran für Juden sehr, sehr schwierig. Die Kommunisten und Sozialisten, die mitverantwortlich für die erfolgreiche islamische Revolution waren, wurden als Gottlose zuerst hingerichtet, denn die Gottlosen sind ja keine Buchbesitzer. Das ist zwar dumm gelaufen für die Linken, aber wie wir wissen, sie lernen ja nichts dazu. Wir können also festhalten, in den islamischen arabischen Ländern haben Juden auch keine Zukunft. Die Entwicklung in der Türkei sehe ich als offen an. Zurzeit befindet sich die Türkei auf einem Weg, der sich von unseren Werten und von den Werten des Republikgründers Atatürk entfernt. Glauben Sie mir bitte eins, ich bedauere die Entwicklung der letzten Jahre in der Türkei. Juden haben in der Türkei Minderheitenrechte seit dem Vertrag von Lausanne 1923, der den griechisch-türkischen Krieg beendete. Trotzdem ist die Zahl der Juden von 100.000 damals auf jetzt ca. 15.000 gesunken. Und die zukünftige Entwicklung der Lebensmöglichkeiten der Juden im Iran ist ganz schwer abzuschätzen. Genaue Zahlen und Informationen sind schwer zu erhalten. Selbst iranische Juden, die geflohen sind, schweigen, lügen über die tatsächlichen Verhältnisse, um ihre Familienangehörige, die noch im Iran sind, zu schützen. Sie können davon ausgehen, die Lebensbedingungen sind nicht gut. Wir können also zusammenfassen, unabhängig von der Regierungsform, ist jüdisches Leben in islamischen Ländern nicht möglich. Ebenso in totalitären Staaten und auf die Ausnahmen Türkei und Iran bin ich eingegangen. Das heißt, jüdisches Leben ist eigentlich nur in Demokratien oder in westlicher Prägung, Osteuropa heute auch, oder in Monarchien möglich. So, was wird die Zukunft bringen, meine Damen und Herren? Wie entwickeln sich denn unsere Demokratien? Wie entwickelt sich Deutschland? Wie entwickelt sich Europa? Was bedeutet der zurzeit noch vorherrschende linksgrüne Mainstream für die Zukunft der Juden in Europa und Deutschland? Zerstören die modernen Demokratien durch ihre Toleranz gegenüber der Intoleranz ihre eigenen Lebensgrundlagen und damit auch die Lebensgrundlagen
der Juden in diesen Ländern. Führt die Altparteienpolitik wissentlich oder unwissentlich zu einem späten Triumph des Nationalsozialismus, zu einem judenreinen Europa? Als der Bundespräsident Christian Wulff am 3. Oktober 2010 den Satz sprach, der Islam gehört zu Deutschland und damit nur Schäuble neu interpretierte, der auf der ersten Islamkonferenz 2006 das Ähnliches sagte, wurde vom Mainstream ein vorläufiges Urteil für jüdisches Leben in Deutschland gesprochen. Es war der Testballon und die Gegenwehr war zu schwach. Die Islamisierung Deutschlands wurde eingeleitet. Als Merkel den türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu im März 2016 getroffen hatte und ganz nebenbei mal wieder 3 Milliarden verschenkte, wiederholte sie diesen Satz und sagte: Von meiner Seite möchte ich sagen, dass unser früherer Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Das ist so. Dieser Meinung bin ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob Merkel hier richtig wiedergegeben wurde. Diese Frau sagt ja auch oft etwas und dreht sich dann um 180 Grad. Atomkraft, gut, dann waren es nicht 180 Grad, da waren es 540 Grad. Pkw-Maut, Multikulti, Ehe für alle, um nur einige Beispiele für ihre Wendungen zu nennen. Mutmaßlich zählt wohl auch der Krampf Null Toleranz für Antisemitismus dazu. Ich glaube, wäre sie ehrlicher gewesen, dann hätte sie sagen müssen, der Islam gehört zu Deutschland und damit gehört auch Antisemitismus zu Deutschland. Ist mir doch egal, ob ich daran schuld bin, jetzt ist er halt da. Das wäre der korrekte Satz gewesen, meine Damen und Herren. Das hat sie sich aber nicht getraut. Es ist also erklärter linksgrüner Merkel-Mainstream, dass der Islam zu Deutschland gehören soll. Doch welcher Islam ist denn gemeint? Der sunnitische, der schiitische, der wahhabitische, der salafistische, der Sufismus, die Aleviten, die Ahmadis, welcher soll es denn sein? Welcher akzeptiert die UN-Menschenrechtscharta und ist zu 100% mit unserem Grundgesetz kompatibel? Ich kenne keine islamische Glaubensrichtung, bei der ich hier uneingeschränkt zustimmen würde. Vielleicht die Aleviten. Die Aleviten, die ich zumindest persönlich kenne, sind alles sehr patente Personen. Hier müsste ich mir die religiösen Grundlagen wirklich nochmal genauer ansehen. Die Aleviten stehen selber unter Druck von anderen Muslimen und werden auch nicht als richtige Muslime anerkannt. Also da scheint schon eine Besonderheit hier vorzuherrschen. Der Antisemitismus, meine Damen und Herren, ist im Koran angelegt. Juden und Christen sind Menschen zweiter Klasse, müssen entweder Moslem werden oder werden unterdrückt, Sondersteuern und so weiter oder sogar getötet. Der Koran ist nicht veränderlich, ist unabänderlich und alle haben sich Allah zu unterwerfen. Nun haben wir einige Beispiele, wenn wir Deutschland sehen wollen. Wir können ins europäische Ausland gucken, wo die Islamisierung zum Teil schon weiter fortgeschritten ist. Wie hat es sich denn dort entwickelt? Der erste Blick geht dann immer nach Frankreich. Größte jüdische Population. Ich wohne an der französischen Grenze. In Frankreich, wo die meisten Juden außerhalb Israels und in den USA leben, circa noch 550.000, auch hier die Tendenz abnehmend, eine brutale Welle antisemitischer Angriffe wütet über das Land. Die Zahl antisemitischer Angriffe ist 2018 um 74% gestiegen und wieder gab es Todesopfer. Der Experte Pierre-André Taguieff wird zitiert mit den Worten: Es handelt sich nicht um eine Wiederkehr des alten politischen Antisemitismus, der Nationalisten und Katholiken vereint, sondern um das Entstehen einer neuen antijüdischen Konfiguration, die sich aus der Islamisierung der palästinensischen Sache ableitet. Zitat Ende. Der Historiker Georges Bensoussan, Zitat: Der traditionelle Antisemitismus aus rechtsextremen und konservativ-katholischen Kreisen gehe zurück. Jetzt komme die Gewalt von linken Antizionisten und von Islamisten. Zitat Ende. In den letzten Jahren wurden, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, mittlerweile wurden 16 Juden in Frankreich bei antisemitischen Angriffen ermordet. Nicht jeder Täter war Araber, aber ausnahmslos alle Täter waren Muslime.
Rund 10% der französischen Juden ertrugen diese Situation nicht mehr und sind bereits ausgewandert. Ich lebe an der französischen Grenze und ich habe in den letzten 10 Jahren erlebt, weil ich ab und zu rüberfahre zum koscher Einkaufen, wie die Zäune um jüdische Einrichtungen immer höher wurden. Und an die grausamen Verstümmelungen der Opfer des Terroranschlags im Bataclan will ich nur erinnern. Und ich bitte Sie, sich darüber selbst zu informieren, aber bitte nur dann, sofern Sie eine mental starke Persönlichkeit sind. Die jüdische Gemeinde in Marseille rät öffentlich vom Tragen der Kippa ab und immer weitere Juden wollen Frankreich verlassen. Derweil stimmen viele Juden bei Wahlen für den Rassemblement National, dem früheren Front National. Die Frage bleibt offen, ob sich die Islamisierung Frankreichs überhaupt noch aufhalten lässt. Dazu noch ein Beispiel. Der israelische Nachrichtensender Arutz meldete bereits 2016, dass sich die französische Polizeiführung der Weigerung einer Anzahl muslimischer Polizeibeamter gegenübersieht, Synagogen zu bewachen oder an einer Schweigeminute für Terroropfer teilzunehmen. So viel zu den Plänen unserer links-grün verirrten oder verwirrten, unsere Polizei muss bunter werden. Schauen wir nach Belgien. Die Zeit berichtete, jüdisches Leben in Angst. Die Terrorbedrohung ist für Belgiens Juden nicht erst seit den vereitelten Anschlägen Wirklichkeit. Aus Antwerpen, einem der letzten Städte Europas, ziehen viele weg. In Norwegen, ein Christdemokrat, Hans-Olav Syversen, wird in der jüdischen Allgemeine zitiert: Eine Maßnahme sieht vor, dass wir sogenannte jüdische Pfadfinder in Schulen, also keine richtigen Pfadfinder, also Juden, als die jüdisches Leben weitertragen sollen, jüdische Pfadfinder in Schulen oder Jugendclubs entsenden, weil es kaum Juden in Norwegen gibt und deshalb die Wahrscheinlichkeit, einen kennenzulernen, sehr gering ist, sollen sie dem Judentum ein Gesicht geben und helfen, bestehende Vorurteile abzubauen. Also es gibt kaum Juden, aber es gibt Antisemitismus. Zugewanderte. Die FAZ schreibt über den Schwedens Ministerpräsident, zitiert ihn: Wir haben in der schwedischen Gesellschaft ein Problem mit Antisemitismus. Ebenfalls zugewandert. In Großbritannien wird die Labour Party vom Antisemiten Corbyn angeführt. Der Corbyn, der von deutschen Medien bejubelt wurde und als Vorbild für den Schulz-Wahlkampf dienen sollte. Die antisemitischen Vorfälle bis hin zu körperlichen Attacken steigen dramatisch an. Trotz allem gilt das Vereinigte Königreich noch als sicherer Hafen für Juden. Aber es herrscht Angst in der jüdischen Gemeinde. Die 3 jüdischen Verbände hatten eine ganzseitige Anzeige in den Tageszeitungen drin, wegen diesen Antisemitismusvorfällen in der Labour Party. Und sie haben wirklich Angst, dass die Labour Party, dass Corbyn die nächsten Wahlen gewinnen könnte. Diese Partei fällt von einem judenfeindlichen Skandal in den nächsten. Es gibt auch Ausnahmen, was den Islam angeht. In der Slowakei ist der Islam gemäß meiner Kenntnis verboten, weil er nicht verfassungskonform ist. So einfach kann das gehen. Ansonsten steigen in ganz Europa die Zahlen antisemitischer Vorfälle an. Und nach einer aktuellen EU-Studie wurde bereits jeder 3. Jude in Europa in den letzten Jahren belästigt, insbesondere wenn er als Jude erkennbar war. Für Deutschland werden die Tätergruppen wie folgt aufgeschlüsselt. Eine EU-Studie. In 16 europäischen Ländern, in denen 96% der Juden Europas leben. Für Deutschland die Zahlen. 22% der Täter nicht beschreibbar. 41% islamistisch. 16% linksextremistisch und 20% rechtsextremistisch. Und damit liegt Merkel Deutschland an der Spitze islamistischer Angriffe auf Juden in Europa. Und die offiziellen deutschen Zahlen werden mit dieser EU-Studie als das enttarnt, was sie sind. Eine propagandistische staatliche Lüge, willfährig verbreitet von relotierenden Medien, die nicht berichten, was ist, sondern berichten, was sein soll, im Sinne der Abschaffung Deutschlands. Die offenbar manipulierte offizielle Statistik antisemitischer Straftaten in Deutschland weist 90% der Taten rechten Tätern zu. Der Historiker Michael Wolfson sagt dazu, die deutsche Statistik ist, unfreundlich ausgedrückt, eine Lüge.
Ich zitiere Wolfson nochmal wörtlich. Wenn ich mich in meinem jüdischen Bekanntenkreis umhöre, dann sagen alle das Gleiche. Gewalt gegen Juden geht ausschließlich von Muslimen aus. Die Mehrheit der zugegeben zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallenden jüdischen Wähler, meine Damen und Herren, wählt längst AfD. Es ist die einzige Partei, die klipp und klar sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und diesen Satz unterstreiche ich. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil es den Islam auch nicht gibt. Es können muslimische Menschen in Deutschland leben. Es leben auch Menschen in Deutschland, welche sich zu Scientology zugehörig fühlen. Kein Problem für mich. Sie müssen unsere Kultur nicht nur akzeptieren, es ist eine Frage des inneren Wollens. Ja, ich will die deutsche Lebensart. Ja, ich will gleichberechtigte Frauen. Ja, ich will keine Scharia. Ja, ich will Demokratie. Ja, ich will die Trennung zwischen Religion und Staat. Und ja, ich bin bereit, für Deutschland zu kämpfen und zu sterben. Es muss die innere Liebe zu Deutschland sein und nicht die Liebe zu den sozialen Kassen Deutschlands. Und dann können auch Muslime in Deutschland leben. Doch was treibt Deutschlands Politik und die deutschen Medien? Schauen wir doch mal genauer hin. Als Trump ein temporäres Einreiseverbot für die USA für 7 islamische Länder anordnete, was war das für ein Aufschrei bei den Altparteien, bei dem zwangsfinanzierten Rotfunk und bei den systemtreuen Medien? Es wäre ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Sogar der Boykott internationaler Sportveranstaltungen in den USA wurde gefordert. Was für eine Heuchelei. Haben Sie schon einmal von den gleichen Personen, von den gleichen Parteien und von den gleichen Medien gehört, dass Algerien, Bangladesch, Brunei, der Iran, der Irak, Kuwait, der Libanon, Libyen, Malaysia, der Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, der Sudan, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Jemen die Einreise von Israelis verbieten. Darüber hinaus verbieten 8 dieser Länder auch Menschen die Einreise, die zuvor bereits in Israel waren. Sollten Sie also einmal das Bedürfnis haben, Israel und 1 dieser 8 Länder zu besuchen, dann brauchen Sie einen zweiten Reisepass. Sonst kommen Sie dort nicht mehr rein. Empörung oder Boykottaufrufe in unseren Medien? Fehlanzeige. Die meisten hier im Raum werden es nicht mal gewusst haben. Warum? Weil ich das gelassen hinnehme. Denn für mich hat jedes Land dieser Erde selbst darüber zu bestimmen, wen es einreisen lassen will und wen nicht. Und für mich hat dieses Recht auch die USA und auch Deutschland und auch Israel. Nur diese Heuchlerei, immer wenn es um Muslime geht, zeigt, wie tief dieser gesamte deutsche angebliche Mainstream gesunken ist, und das geht mir ganz gehörig auf den Geist. Die deutschen Parteien, alten Parteien, stellen sich schützend vor die toten Juden des Holocaust, aus populistischen Gründen, und die lebenden Juden opfern sie einer Masseneinwanderung, vorwiegend aus antisemitischen arabischen Staaten, aus mir unerfindlichen Gründen. Doch anscheinend ist die Opferung der 130.000 deutschen Juden nicht genug. Der Ex-Außenminister Gabriel nannte Israel einen Apartheidstaat. Ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, dass genau das nicht der Fall ist. Der Bundespräsident Steinmeier kniet vor einem islamistischen Terroristenknab. Und der aktuelle Außenminister, der angeblich wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist, macht den Kotau vor dem Iran, der Israel mit 6 Millionen Juden von der Landkarte tilgen will, also Auschwitz-Reloaded sozusagen. Meine Damen und Herren, mich beschleicht ein ungutes Gefühl, dass der Auschwitz-Satz von Maas von uns allen völlig falsch aufgefasst wurde. In den arabischen Ländern hetzen die Schulbücher gegen Juden und auch gegen Christen. Die Palästinenser sind von Geburt an Flüchtlinge, im Gegensatz zu deutschen Flüchtlingen,
die sofort des Flüchtlingsstatuses enterbt wurden. Dies sage ich wirklich ohne revisionistische Hintergedanken. Ich will damit nur den Schwachsinn des vererbbaren Status als Flüchtling aufzeigen, den es sonst für niemanden in der Welt gibt, eine Regelung, die man als krassen internationalen Antisemitismus bezeichnen darf und die einer dringenden Neuregelung bedarf. Diesen Palästinensern zahlen internationale Geldgeber, darunter die USA, die EU und Deutschland natürlich wie immer selbstverständlich doppelt. Nicht? Einmal über die EU und dann natürlich Deutschland nochmal selber. Das ist also das gut, wir sind ja so gute Menschen. Also wir zahlen also nun seit Jahren diese hetzerischen Schulbücher. Der US-Präsident macht damit nun Schluss und streicht diese Zuschüsse. Und was macht Deutschland? Was macht diese Merkel? Sie erhöht die deutschen Steuergeldzuschüsse und lässt gleich mal bei der EU nachfragen, die Zuschüsse auch weiter zu erhöhen, um die US-Kürzung komplett auszugleichen. Nur damit auch im nächsten Jahr den palästinensischen Schulkindern ab der ersten Klasse schöne neue antisemitische Hetzschulbücher geschenkt werden können. So sieht Merkels Kampf gegen Antisemitismus aus, meine Damen und Herren. So agieren die SPDler mit den größten Judenhassern auf der Welt. Und das, meine Damen und Herren, ist staatlich finanzierter und organisierter Antisemitismus. Die deutsche Bundesregierung unterstützt auch mit meinen Steuern den Antisemitismus. Und es ist heuchlerisch, sich hinzustellen und hier mit den Fingern auf andere zu zeigen. Im gesamten muslimischen Raum werden also die Schulkinder von klein auf antisemitisch und in vielen Ländern auch antichristlich aufgezogen. Die Judenfeindlichkeit wird gelehrt und die islamischen Gesellschaften sind durchdrungen von Judenhass. Und dieses Merkel-Regime öffnet die Grenzen und lässt Hunderttausende Antisemiten rechtswidrig ins Land. Propagandafunk und Medien überschlagen sich im Heilsrummel um Merkel, relotieren über die schrecklichen Auswirkungen. Und die einzigen, die sich dagegen stemmen, werden vom Rotfunk, von den meisten Printmedien und als Sahnehäubchen noch von jüdischen Funktionären beleidigt, beschimpft und als Nazis tituliert. Was für eine üble Relativierung des Nationalsozialismus. Den Vogel abgeschossen hat der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Offenbach, Alfred Jacobi, der die Gründungsmitglieder der JAFD als Stinktiere bezeichnet hat. Herrn Jacobi möchte ich an dieser Stelle nur mitgeben, das jüdische 14-jährige Mädchen Susanna aus Mainz wurde nicht von uns Stinktieren ermordet. Aber Merkels linke Islamisierungshelfer, die es auch in jüdischen Gemeinden gibt, haben jeglichen Wertekompass verloren. Merkel hat Deutschland gespalten, Merkel hat Europa gespalten und Merkel hat auch die Juden in Deutschland gespalten. Ein Tiervergleich eines jüdischen Funktionärs gegen politisch andersdenkende Juden. Stinktiere. Wenn wir Stinktiere sind, wie bezeichnet er den Mörder von Susanna? Das haben uns die Medien leider nicht mitgeteilt. Den Gegnern des Schächtens und der Beschneidung wird von jüdischen Funktionären Antisemitismus vorgeworfen. Meine Damen und Herren, denen muss ich sagen, in welcher Zeit seid ihr eigentlich stecken geblieben? Selbstverständlich darf man Schächt- und Beschneidungsgegner kritisieren. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit. Die Beschneidungsdebatte ist älter als die AfD und wurde bereits vor vielen Jahren von Ärzten und Kinderärzten angestoßen. Ich vermute sogar mal mehrheitlich von linken Ärzten. Spielt aber keine Rolle. Es stoßen einfach verschiedene Rechte aufeinander und darüber darf selbstverständlich gestritten werden. Die Schweiz hat in einer Volksabstimmung 1893 das betäubungslose Schächten verboten. Wo ist der Vorwurf an die Schweiz, dass alle Schweizer Antisemiten sind? Habe ich noch nie gehört. Ich persönlich stelle die Religionsfreiheit über den Tierschutz und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und die JAFD hat zum Schächten auch ein Positionspapier erarbeitet, ebenso zur Beschneidung. Auch heute hier werbe ich dafür, die Religionsfreiheit zu verteidigen für Religionen, die verfassungskonform sind und die die Menschenrechtscharta der UN anerkennen. Die Juden in Deutschland haben alle Probleme, die alle anderen Bürger Deutschlands auch umtreiben. Rentenniveau, Rentensicherheit,
die Meinungsfreiheit oder Unfreiheit, sehr hohe Steuern und Abgaben, allgemeine Sicherheitslage und Terrorismus, Wohnungsmangel und rasant ansteigende Mieten, schlechte Infrastruktur, digitale Rückständigkeit, eine Klimahysterie, die zu Vorgaben führt, wie beim Diesel, die keiner sonst in Europa mitmacht, die Energiesicherheit bzw. Unsicherheit und die Energiekosten und die schleichende Enteignung durch die Nullzinspolitik der EZB. Aber darüber hinaus haben Juden in Deutschland eine große Sorge über diesen wachsenden Antisemitismus von islamischer, von kommunistischer und von grün-linker Seite. Die größte Sorge, unsere größte Sorge ist zurzeit der von Merkel importierte Antisemitismus von vielen Menschen, die man nie über die deutsche Grenze hätte einreisen lassen dürfen und welche bis heute hervorragend mit Geld und Unterkunft versorgt, sowie mit laschen und teilweise absurden Gerichtsurteilen verhätschelt werden. Alle, nicht nur in Frankreich, alle ermordeten Juden in Europa in diesem Jahrtausend, seit dem Jahr 2000, wurden von Muslimen ermordet. Dies ist eine prägende und eine negative Erfahrung, die sich in das kollektive jüdische Gedächtnis genauso einbrennt wie der Holocaust. Die Frage, meine Damen und Herren, ob es noch eine Zukunft für Juden in Deutschland gibt, ist noch nicht entschieden. Ich möchte Ihnen weitere jüdische Stimmen nennen. Malka Goldstein-Wolf aus Köln. Und es ist ein muslimischer Antisemitismus dazugekommen, den ich für aggressiver halte als den, den wir von der rechten Szene kennen. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mir keine Gedanken gemacht, hier in Deutschland mit einer Kippa über die Straßen zu laufen. Das ist heute anders. Der Verwaltungsvorsitzende der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Michael Zental-Heise, hat nach mehreren sehr schweren antisemitischen Übergriffen in Nordrhein-Westfalen auffallend war, dass alle Täter bärtig waren. Das ist jetzt nicht von mir. Alle Täter waren bärtig. So steht es in unserer Qualitätspresse. Also der Verwaltungsratsvorsitzende hat gesagt, diese 130.000, gemeint sind Juden in Deutschland, kriegen wir in einer Woche ausgeflogen. Aber mir wird Angst und Bange bei dem Gedanken, dass sie dann mit denen leben müssen, die das herbeigeführt haben. Sollte dies geschehen, meine Damen und Herren, dass wir durch die irrsinnige Politik der Altparteien gezwungen sein werden, die Juden aus Deutschland auszufliegen, dann ist es trotz allem für die verbleibenden Deutschen nicht vorbei. Dr. Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, den ich sehr schätze, ich zitiere ihn mal etwas länger, weil es sehr interessant ist und zeigt, dass es auch die richtige Wahl war. Und leider hat die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg ihn nicht mitgetragen, aber die baden-württembergische Landtagsfraktion ist auch eine sehr spezielle. Sie hält es ja auch nicht für nötig, mit den Juden, die Mitglied sind in Baden-Württemberg, vor solchen Themen Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Und da lobe ich mir die Landtagsfraktion von Sachsen, die mich damals als Experten in den Sächsischen Landtag gerufen hat, bei der gleichen Fragestellung und dann auch meiner Empfehlung gefolgt ist. Ich zitiere Dr. Michael Blume. Selbstverständlich haben wir auch Probleme mit Antisemitismus in Lehrerzimmern. In Lehrerzimmern. Da ist es kein rechter, sondern häufig ein linker Antisemitismus. Es ist unglaublich schwierig, darüber zu sprechen. Als Religionswissenschaftler würde ich sagen, dass wir das Thema Antisemitismus viel genauer ansehen müssen, als das bisher geschehen ist. Es geht nicht nur um Ressentiments gegen eine religiöse Gruppe. Antisemitismus ist immer verbunden mit Verschwörungsglauben. Und er ist eine Absage an den gesamten Staat, an die rechtsstaatliche Gesellschaft. Ich zitiere weiter. Ich war im Nordirak, habe dort ein humanitäres Projekt geleitet. Dort gibt es keine Juden mehr. Aber der Antisemitismus ist immer noch da und zerstört die Gesellschaft, weil jede Gruppe der anderen vorwirft, Teil der jüdischen Weltverschwörung zu sein. Antisemitismus ist auch dann gefährlich, wenn es gar keine Juden mehr gibt. Zitat Ende.
Meine Damen und Herren, Sie sollten alle wissen, viele Juden in Deutschland sitzen wieder einmal auf gepackten Koffern und jährlich gehen schon etliche. Sie fühlen sich nicht sicher und sehen keine Zukunft. Es gehen aber auch Deutsche, die wissen, wenn es gegen die Juden geht, geht es auch bald gegen uns. Und es sind in den letzten Jahren jedes Jahr zwischen 150.000 und 230.000 Menschen gewesen, die Deutschland verlassen haben. Und es waren nicht die Ungebildeten, nicht die ohne Berufsausbildung, die gegangen sind, sondern es waren sehr gut ausgebildete deutsche Bürger. Meine Damen und Herren, Antisemitismus, rassistische Angriffe auf Juden sind Angriffe auf uns alle. Es sind Angriffe auf unser westliches Wertesystem und es ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wenn wir es nicht stoppen, werden Christen, Atheisten, Homosexuelle und andere Gruppen die Nächsten sein. Und zum Teil hat es ja auch schon begonnen. Wer den späten Triumph Hitlers, ein judenreines Europa, verhindern möchte, der muss jetzt eingreifen. Die Einstellung erwachsener Menschen werden wir nur noch sehr schwer beeinflussen können. Wir können nur über geeignete Maßnahmen ihr Verhalten ändern. Der Hauptansatz einer Veränderung muss in der Bildungspolitik ab der Grundschule liegen und in religiösen Bereichen muss Antisemitismus zu lehren, wie wir sie zum Teil aus den Moscheen können, aus den Moscheevereinen, ist Antisemitismus zu lehren strikt zu untersagen. Für Juden in Europa und Deutschland ist es 5:05. Die Gründung der Juden in der AfD war überfällig. Das alles reicht aber nicht aus. Unter dieser linken Politik werden Juden in Deutschland keine Zukunft haben und wird Deutschland keine Zukunft haben. Glauben Sie mir eins. Nur gemeinsam werden wir eine Zukunft haben und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Es ist Zeit für eine konservative Wende. Dankeschön.